Es geht los. Wir fahren zum Senderparks. Einen Tag sind wir auch im Heidepark. Und ich werde dieses Zeugs hier von Pertrand, erstmal, das ist jetzt heute mal mein Frühstück, einen Stresstest unterstellen, untersetzen oder wie das heißt. Es ist einfach noch viel zu früh am Morgen. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Ach verdammt, verpeilt. Prost! Wir haben eine ganz interessante Reise vor uns. Erstmal Zwischenstopp bei Oma Siggi und jetzt wird umgepackt und dann wird mit dem anderen Auto weitergefahren. Das neue Auto ist gepackt und weiter geht's. Wir sind da. Erstmal Jacke anziehen. Es ist echt kalt. Grausames Wetter. Also, da braucht keiner mehr was sagen, ne, dass vegane Kinder unterernährt sind. Der Klops hier ist ganz schön schwer geworden, du. Ganz schön schwer geworden. Puh, ein Gewicht. Also, kurzes Zwischenfazit. Ich habe den Shake heute früh, wann war das? Ich glaube so gegen 8 Uhr, kurz nach 8 Uhr getrunken. Jetzt ist es 13:30 Uhr. Ich habe heute eigentlich auch viel zu wenig getrunken, aber bis jetzt hält der Shake wirklich gut an. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt eine kleine Portion Pommes. Ich werde heute wahrscheinlich 3-mal so einen Shake konsumieren, aber 3 solche Shakes sind von den Kalorien her definitiv zu wenig. Deswegen gönne ich mir trotzdem mal was. Aber Sättigung war wirklich wegen nur dieser eine Shake bis jetzt Respekt. Jetzt habe ich getrunken, Pommes gegessen. Und ich habe hier die App und wir müssen jetzt unser Zimmer suchen, beziehungsweise unser Apartment. Währenddessen sind wir jetzt hier bei einem Spielplatz vorbeigekommen. Kleine wollte unbedingt anhalten und sie kann nicht mehr laufen. Haben es jetzt endlich geschafft. Hier ist die Eingangstür. Dann müsste hier Absteckkammer sein. Sieht man nichts. Boah, Wahnsinnslicht. Aber ist egal. Also eine kleine Absteckkammer mit Wäscheleine. Hier müsste noch mal ein kleines Klo sein. Mit Spiegel. Garderobe, Esszimmer, der Kleine mit der Fernbedienung, Küche, Wohnzimmer, Kamin. Hier ist dann das Kinderzimmer. Was ist denn das hier? Ach, das ist Schrank. Das ist ein Schrank mit einem Safe. Das ist Badezimmer. Hier ist gar keine Toilette drin. Gibt es da nochmal ein extra Zimmer? Nochmal eine extra Toilette oder? Ach so, dann haben wir eine Toilette weniger. Weil sonst normalerweise gab es immer eine Toilette und ein Bad mit Toilette. Aber dieses Bad ist anscheinend, das ist halt dem Premium vorbehalten. Und hier ist das andere Schlafzimmer mit Ausblick auf Terrasse. So, jetzt ist der Ton an. Heute früh hast du ja bei mir den anderen Shaker gesehen. Jetzt habe ich hier so eine Flasche. Erstmal die Flasche vorweg. Die ist biologisch abbaubar. Und diese Portion ist ein bisschen kleiner. Alles Bio macht man dann einfach auf und füllt bis zu der Marke hier mit Wasser. Das lagert sich halt unten immer ziemlich gut ab. Da muss man ordentlich schütteln. Und dann shakt man das Ganze und stellt es auf Seite. Ja, und ich werde weiter berichten. So, Tag 2. Ich habe das doch gestern Mittag hier getrunken, das Zeug. Also geschmacklich finde ich das jetzt hier nicht so toll. Eigentlich ist es ja das gleiche wie das hier. Das gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das hier ist halt jetzt ein neutraler Geschmack. Aber ich fand das jetzt nicht so lecker wie aus dem Beutel mit neutralem Geschmack. Das mit dem, aus dem Beutel mit neutralem Geschmack
Finde ich auf jeden Fall leckerer. Also wenn, dann würde ich euch auf jeden Fall eher das aus dem Beutel empfehlen. Mir schmeckt am besten Vanille. Es gibt noch Beere, Granatapfel und halt eben neutral. Die vier Geschmacksrichtungen. Und selbst das Neutrale schmeckt eigentlich nicht schlecht. Vanille schmeckt richtig geil. Und ich mache mir jetzt auf jeden Fall meinen Shake. Und so als Zwischenfazit. Also ich habe ja gestern Vormittag einmal so einen Shake aus dem Beutel getrunken. Dann habe ich mittags den Shake getrunken. Und mittags gab es nochmal eine Portion Pommes. Abends gab es dann Spaghetti Bolognese. Vegane Spaghetti Bolognese natürlich. Einen Salat dazu. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr gegessen. Jetzt ist 12 Uhr mittags und ich habe halt heute eigentlich noch nichts gegessen. Das heißt, ich bin gestern und am Tag habe ich mich ganz gut ernährt. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich faste ja eigentlich und mache nur 2 Hauptmahlzeiten am Tag, aber 2 Mahlzeiten von dem Zeug ist definitiv zu wenig, weil das einfach viel zu wenig Kalorien sind. Ich denke mal, ich mache mir jetzt so einen Shake und konsumiere in ein paar Stunden nochmal so einen Shake, dass ich auf meine 3 Mahlzeiten komme. Genau, so mache ich's. Heute habe ich den ersten Test gemacht, habe meine Bottle hier dabei, da war das Pulver drinnen. Hier habe ich das Wasser reingemacht und habe es vorhin gemischt und funktioniert echt klasse. Ihr wisst ja, dass ich kein Fan von solchen Ersatzpulverchen bin, aber das Zeug ist halt echt klasse im Fall von, wenn man wirklich unterwegs ist, keine Möglichkeit hat, irgendwas zu essen oder man geht in irgendeinem Lokal und kauft irgendeinen Schrott oder isst gar nichts, dann ist das natürlich, ist dieses Bertrand wirklich richtig geil dafür. Kann ich nur empfehlen. Ich denke auch, das Zeug ist wirklich gut zum Abnehmen geeignet, weil es ist echt erstaunlich, dass es jetzt schon wirklich mittags vorbei ist. Ich mit den 2 Shakes, das sind um die 1400 Kilokalorien, also echt nicht die Welt. Wir sind schon den ganzen Tag am Rumlaufen und immer noch kein Hungergefühl. Ach ja, und dann habe ich es vielleicht eigentlich schon gesagt, wo wir sind überhaupt. Vielleicht erkennt es ja einer von euch. Gut ist es. Nächster Stresstest. Meine Freundin hat sich asiatische Nudeln gekauft. 15:30 Uhr ungefähr ist jetzt und Sättigung hält an. Wer mich kennt, der weiß ganz genau Bescheid. Das ist echt ein Ausnahmezustand. Aber ich hatte kein Verlangen danach, obwohl es wirklich richtig geil gerochen hat. Kommt der ultimative Guide oder Test unterwegs. Also ich habe hier heute früh das Pulver hier schon reingemacht. Dann mache ich jetzt einfach auf, nehme meine Wasserflasche und schütte das einfach bis zur Markierung oben voll. Ich würde es immer empfehlen, unterwegs frisch zu machen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, dass es schon mit der Zeit so ein bisschen matschig, lätschig, nicht mehr richtig schmeckt, wenn man gleich früh morgens das vollfüllt. Kurz schütteln, 2 Minuten warten, nochmal schütteln und dann ist das Mittagessen fertig. Heidepark ist vorbei. Der Bertrand Shake hat jetzt heute seinen Stresstest gehabt. Hab sogar teilweise vergessen zu trinken, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also der Shake sättigt echt sehr gut. Ich habe noch mal was Mittag gegessen, weil ich gewusst habe von den Kilokalorien, dass es her nicht ausreicht. Aber wirklich energiemäßig kann ich mich echt nicht beklagen. Also wirklich top. Letzter Tag. Wir gehen jetzt noch ein bisschen in den Aquadom, ein bisschen spielen. Die Kinder dürfen sich jetzt noch ein bisschen austoben. Und dann geht's nach Hause. Würde mal sagen, Bertrand, Test. Auf jeden Fall Daumen hoch. Definitiv sehr, sehr gut. Alle wichtigen weiteren Infos verlinke ich euch unten. Genauso wie den Gutscheincode. Geschmacklich könnt ihr euch das alles angucken. 4 verschiedene Geschmacksrichtungen. Die ganzen Nährstoffe stehen ja alles auf der Seite. Guckt euch das alles mal an. Genauso wie die Zutaten. Achtet darauf, es gibt auch eine nicht vegane Version. Also es gibt veganes und nicht veganes. Also wenn, dann natürlich nur das Vegane.